Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es sich um diesen gelben, nicht ganz unwichtigen Kasten gehen, welches fast jedes Feuerwehrfahrzeug in dieser oder einer abgewandelten Form besitzt, das Notstromaggregat der Feuerwehr. In diesem Video werde ich auf die Bedienung, den Umgang und dessen Verwendungszweck etwas genauer eingehen. Die Feuerwehr nutzt das Notstromaggregat, um an ihren verschiedenen Einsatzorten eine unabhängige Stromversorgung zu haben und aufbauen zu können. Für den Einsatz vieler Geräte des feuerwehrtechnischen Dienst, wie zum Beispiel der Nass-Trockensauger, der Kompressor für Schere und Spreizer, die Turbotauchpumpe oder der Trennschleifer und weitere, wird eine unabhängige und sichere Stromversorgung benötigt. Doch wie wird es fachgerecht bedient? Als erstes bringt man das Gerät in Einsatzstellung. Das Mindeste, was man dafür ausführen muss, ist das Gerät aus seinem Fach zu holen. Gleichzeitig führt der Maschinist des Fahrzeuges eine kurze Sichtprüfung durch und checkt bei den Anschlüssen, dass kein Stecker vor dem Start gesteckt ist. Weiterhin kann man den Abgasschlauch montieren, sodass die Abgase zielgerecht abgeführt werden können. Aber Vorsicht, nach längerer Benutzung kann der Abgasschlauch sehr heiß sein. Um das Gerät nun zu starten, wird der Benzinhahn in die richtige Position gebracht, der Startknopf betätigt und gegebenenfalls beim ersten Mal den Schock ziehen. Danach kann man den Motor starten. Je nach Ausführung muss man entweder anreisen oder auch über einen Elektrostart starten. Nun sollte man noch kurz die Phasen einpegeln lassen, bevor man dann die Stecker der benötigten Verbraucher einsteckt. Nach dem Gebrauch des Gerätes kann man ruhig noch das Aggregat an sich ohne Verbraucher ein paar Minuten laufen lassen. In dieser Zeit kann der Maschinist die Sicherung prüfen. Nach dem Ausschalten sollte man das Gerät noch abkühlen lassen. Außerdem ist es am Ende noch wichtig, eine Sichtkontrolle durchzuführen, sowie den Tankfüllstand zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzufüllen, um für den nächsten Einsatz gerüstet zu sein. So, das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch das Notstromaggregat näher bringen und erklären. Gerne könnt ihr einen Daumen nach oben geben und ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und bleibt fasziniert!